Dieses Video ist anders geworden, als ich gedacht habe. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute Melancholie, Nostalgie. Ich habe eine neue Foundation für euch. Und zwar war ich gerade eben bei Rossmann und habe gesehen, dass, Achtung, Isana mit einer Hyaluron-Kompaktpflege mit leichter Tönung rausgekommen ist. Für mich ist das Make-up und wir werden das Ganze heute herausfinden. Ich habe vor 2 Jahren, das war einer meiner besten Videos damals, ein Video zu der Nivea Compact Cushion Foundation gemacht. War ein bisschen, naja, seht selbst. Ich mache erstmal, glaube ich, eine halbe Seite, damit ihr den Unterschied sehen könnt. Ihr habt auch so einen kleinen Spiegel da drin, das ist ganz praktisch, finde ich. Jetzt, 2 Jahre später, kommt Isana mit der günstigen Alternative raus. Und ich habe gesehen, dass Nivea aktuell viel, viel Werbung wieder für diese Pflege macht. Und jetzt ist die von Isana da. Heißt für mich, wir testen das Ganze aus. Es geht nämlich heute um die Isana Hyaluron-Kompaktpflege. Feuchtigkeit spendend, aufpolstern und glättend. Sternchen, Sternchen. Leichte Tönung für jeden Hauttyp. Es gibt sie bei mir aktuell in 2 verschiedenen Farben. Ich habe auch beide einmal mitgenommen, weil man weiß bei diesen Kompakt-Cushion XYZ-Dingern nie so wirklich, wie die funktionieren. Ich werde sie auftragen. Wir werden schauen, was die kann. Wir werden schauen, wie lange sie hält, ob sie überhaupt hält. Und dann seht ihr am Ende, wie das Ganze aussieht. Ich liebe sowas. Ich liebe es, neue Produkte auszuprobieren. Vor allen Dingen Foundations finde ich persönlich immer super spannend. Denn guess what? Es gibt 2 Foundations in meinem Leben, die farblich passen. Ich glaube, keine dieser beiden wird die dritte werden. Aber schön, dass ihr heute hier seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen zauberhaften Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ihr in den nächsten 15 bis 20 Minuten ein kleines bisschen Freude habt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet nichts und das bedeutet mir die Welt, wenn die Giacomo Army stetig weiter wächst. Freunde, ihr seht, ich habe noch nichts im Gesicht. Ich sehe noch ein bisschen rough aus. Es ist nämlich 8 Uhr. Ich habe gefrühstückt, ich bin satt, ich bin happy. Ich zeige euch jetzt erstmal das Produkt. Und zwar kommt diese Foundation in so einer Kompaktdose und man kann die aufmachen. Und dann haben wir hier einen Spiegel drin, der ist noch abgeklebt. Dann haben wir hier so ein Schwammkissen, so eine Cushion oder so. Na? Und dann ist hier das Produkt. Ich bin eben schon mal so ein bisschen rein. Die andere ist tatsächlich ausgelaufen oder es war schon jemand dran. Ich weiß es nicht. Aber so sieht das Ganze dann aus. Und wenn man dann hier reindrückt, kommt die Pflege, beziehungsweise die Foundation. Und wir werden das Ganze jetzt gleich mal testen. Ich lese euch mal kurz vor, was das Ganze hier können soll. Finde ich ja immer ganz spannend, um herauszufinden, tut es das oder tut es das nicht. Also, die Isana Hyaluron Kompaktpflege mit Lichtschutzfaktor 15 ist die perfekte Verbindung von Pflege und Make-up. Die innovative 3-in-1-Formel mit Hyaluronsäure hat einen aufpolsternden Effekt, sorgt für einen strahlenden, natürlichen Teint, spendet Feuchtigkeit und reguliert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Meine Haut ist die trockenste, die sie jemals war. Ich habe die Heizung an das erste Mal dieses Jahr und meine Haut denkt sich so, nein. Der ein Pflegekomplex mit Hyaluronsäure versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und kann den Abbau hauteigenen Hyaluronsäuredepots verlangsamen. Der enthaltene Lichtschutzfaktor 15 schützt die Haut vor schädlichen UV-Strahlen und damit vor lichtbedingter Hautalterung. Naja, also 15 macht das nicht und vor allen Dingen auch nicht die Menge, die wir auftragen. Also meine Menge wahrscheinlich schon. Die Menge, die ein normaler Mensch, der Make-up benutzt, das reicht nicht aus. Aber ihr wisst, man schreibt es mittlerweile auf. In-vivo-Studie über 28 Tage, 20 Probanden, Anwendung zweimal täglich. Was heißt denn zweimal täglich? Ich gehe doch nicht zweimal täglich mit derselben Foundation in mein Gesicht. Aber gut. Dermatologisch bestätigt, Hyaluron kompakt mit Schwämmchen im Gesicht auftragen, für Deckkraft den Vorgang wiederholen. Also, ich habe wie gesagt 2 verschiedene Farben. Wir probieren jetzt erstmal die hellere aus, weil ich finde, die sieht ein bisschen dunkel aus. Und zwar kommt hier einmal dieses kleine Schwämmchen und wir machen wie immer erstmal die halbe Seite. Ihr könnt meine Haut sehen, ich habe noch kein Color Correction gemacht, ich habe mir noch nicht die kleinen Unebenheiten ausgebessert. Ich habe heute Morgen um 6 meine Skincare gemacht, ich bin mit dem Serum reingegangen, was ich gerade für euch teste. Und das war's. Also ich habe noch nichts im Gesicht. Und jetzt gucken wir mal hier. Also ich weiß, diese Cushion-Dinger sind ja immer sehr beliebt. Ich persönlich finde es immer so ein bisschen Verschwendung, weil es ist recht wenig Produkt eigentlich drin. Hier sind 15 Gramm drin. Preislich war es okay. Es waren 5,89 € oder so. Ist für Pflege okay. Wie sehr es pflegt, da bin ich leider der Falsche. Wir gehen da jetzt mal rein. Also Schwämmchen nimmt was auf.
Das ist Mittel? Ich weiß nicht. Also, ich komme ein Stückchen näher, ne? Die Kamera ist auch extra dunkel. Also, ihr seht definitiv Farbe. Aber wenn das Mittel ist, dann weiß ich es nicht. Ich müsste mir gleich mal mein Video anschauen nochmal von der Nivea Creme. Ich glaube, dass die nämlich auch so ein bisschen gelblich-orangefarben. Aber ich mochte die eigentlich ganz gerne. Ich fand sie damals nur sehr teuer. Und jetzt, als sie rausgekommen ist, hat die 25 Euro ungefähr gekostet. Jetzt habe ich eben geguckt, die kostet, glaube ich, nur noch 15, was okay ist. Und sie ist okay für jemanden, der wirklich so ein No-Make-up-Make-up-Look haben möchte. Allerdings finde ich, dass die Farbe... Also im Sommer würde es wahrscheinlich gehen bei mir. Ja. Ansonsten finde ich sie doch schon sehr orange, oder? Was sagt ihr? Ihr könnt mir gerne jetzt einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Farbe und das Finish seht. Ihr könnt das Finish gerade so ein bisschen besser bewerten als ich. Ich finde, sie ist sehr, sehr dunkel. Ich zeige euch jetzt mal im Vergleich nochmal die dunklere. Vielleicht passt sie besser. Okay, da kommt viel raus. Ich nehme mal... Schaut mal, wir probieren mal was aus. Ich nehme mal meinen Schwamm. Der ist nämlich aktuell ja wieder da. Und arbeite mir das hier ein. Ist sie noch dunkler? Nee, die hat eine... Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade in der Kamera erkennen könnt. Ich gehe jetzt mal ganz nah ran, dass das Licht nichts behindert. Das hier ist die dunklere und das hier ist die hellere. Ich finde, die hellere ist recht gelb und die ist so ein bisschen rosafarbener. Aber das sieht halt aus wie Make-up, ne? Also so, kennt ihr diese Make-up-Ränder so aus der 6. Klasse? Ein Essence Matte Mousse Creme oder wie die hieß? Ungefähr so. Also farblich sehe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Deckkraft ist nun gut. Das war nicht Ziel der Sache, dass wir eine hohe Deckkraft haben wollen. Aber ich baue mir das Ganze jetzt hier einmal auf. Und dann schauen wir uns mal das Gesamtergebnis von Namen an. Also ich mir von Namen und ihr seid ja schon sehr nah dran. So, ich habe einmal alles so ein bisschen im Gesicht verteilt, so gleichmäßig es geht. Also ich finde, farblich passt die bei mir jetzt ganz gut. Ich müsste jetzt hier noch so ein bisschen an dem Hals lang arbeiten. Aber was ich sofort sehe, ist, dass die Haut halt aussieht, als hätte ich sie mit... sehr viel Pflege versorgt. Sie sieht sehr feucht aus und so ein bisschen, ja, sie sieht gut mit Feuchtigkeit versorgt aus. Also das hat sie auf jeden Fall getan. Ich finde, dass sie auch, also es ist, wir brauchen ja nicht darüber reden, es ist keine Full Coverage Foundation. Das war aber auch nie Ziel der Sache. Sie sieht aber sehr, sehr schön auf der Haut aus. Ich habe mir auch gleich so ein bisschen was auf die Lippen gegeben, damit ihr so ein bisschen die Deckkraft seht. Also sie hat doch schon Deckkraft. Und sie ist sehr leicht, also es läuft nicht in meine Lippenfältchen rein. Deswegen mache ich das, dass ihr mal diesen Effekt sehen könnt. Also ganz ehrlich, ich finde sie so eigentlich sehr schön. Wenn die jetzt noch ein bisschen heller wäre, dann wäre das, glaube ich, gut. Also ich weiß, dass viele von euch wesentlich heller sind als ich. Und deswegen glaube ich, dass das also allein von der Farbe her schon nichts ist. Mir fällt aber gerade was ein. Erinnert ihr euch an die BB Cream, was auch immer das war, von Trended Up, wo ich dann gesagt habe, das hat so wenig Deckkraft, aber schönen Glow, dass ich darüber eine Foundation mache. Ich überlege, ob ich das hier auch mal machen würde. Weil so ist das süß. Jetzt ein bisschen Concealer, das ist ein sehr, sehr leichtes, natürliches Finish. Gefällt mir sehr gut. Also farblich kann ich das rocken, wenn ich den Concealer jetzt ein bisschen heller machen würde und das so ein bisschen ausgleichen würde hier in meiner Stirn oder so, dann wäre das, glaube ich, gut. Die Haut fühlt sich fantastisch an. Also das muss ich sagen. Es fühlt sich wirklich an, als hätte ich viel Wasser getrunken, hätte, darf ich nicht sagen, ich habe viel Freude im Leben und bin gesund. So fühle ich mich gerade, von meiner Haut zumindest. Also es liegt ganz leicht auf der Haut. Es hat akzeptabel abgedeckt, außer meine Augenringe. Da könnte ich jetzt so ein bisschen Concealer nehmen. Komm, ich gebe euch mal hier die Natural Glam Fantasy. Ist schon schön, ne? Schaut euch das mal an. Also ich liebe das auf meinen Lippen. Na, ihr seht ja gerade auf meinen Lippen, dass es super natürlich ist, wenn ich da jetzt mit einem Lipgloss rübergehen würde. Oh, haben wir unsere eigene Nude-Farbe kreiert? Sehr, sehr schönes Finish. Sehr schön. So ein kleines Zwischenfazit. Wenn ihr meine Hautfarbe habt oder dunkler, seid ihr schon mal weiter. Schritt 2. Ihr habt eine sehr gute Haut oder ihr wollt nur eine leichte Deckkraft haben. Ihr seid im Recall. Wenn ihr dieses Natural Glam wollt, ich freue mich, dass ihr trotzdem hier seid, aber dann wäre das eine gute Sache. Also es fühlt sich wirklich, und das überrascht mich, ich fühle mich wohl. Und ihr kennt mich, ich bin Full Coverage, ich brauche mehr Concealer, ich brauche mehr Deckkraft. Am besten würde ich jeden Tag in den Baumarkt fahren und mir Spachtelmasse kaufen, in meiner Farbe und ins Gesicht schmieren. So, das ist das, was ich an Make-up mag.
Das ist aber dieses, ich sage es immer wieder, ich war bei einem Date, ich möchte, dass es aussieht, als hätte ich nichts drauf, achtet nur mit weißer Bettwäsche, ich empfehle beigefarbene Bettwäsche, wenn ihr Besuch habt, aber trotzdem geschminkt sein wollt, ist das schön. Es ist wirklich, wirklich schön. Ein bisschen Blush, ein bisschen Concealer, eine ganz leichte Schicht Puder könnte man jetzt drauf machen, damit das Ganze so ein bisschen natürlicher, also länger hält. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe euch jetzt noch mal ein kleines Stückchen rausgezoomt, dass ihr auch noch mal dieses Overall-Ergebnis seht. Also auf der Lippe fantastisch. Das könnte gerade, ist es so meine liebste Lippenfarbe. Also es ist ja keine Lippenfarbe, ne? Aber das ist so dieses super, super natürliche. Ich möchte jetzt mal was ausprobieren. Und zwar tragen wir jetzt meine Foundation rüber. Ich benutze dafür jetzt einfach meine Dior Skin Glow Foundation. Nur noch mal so eine ganz leichte Schicht, um noch ein bisschen mehr Deckkraft zu haben. Einfach nur so ein bisschen hier um die Augen rum, um die Farbe wieder so ein bisschen anzugleichen. Aber wenn man so ein Full Coverage Queen oder King sein möchte wie ich, mega. Oh, wow. Ich muss euch wieder näher ranholen. Hoffentlich kriegt ihr gleich keinen Drehwurm. Okay, ihr seid so nah es geht. Und jetzt stelle ich nochmal scharf. Schaut euch die Haut an. Ich habe jetzt natürlich Concealer aufgemacht. Ich habe noch kein Puder benutzt. Ich wollte, dass ihr einmal den Effekt auf der Haut sehen könnt. Wie findet ihr es? Hier ist noch so ein bisschen unordentlich. Ihr erinnert euch besser an meine Make-ups und den Effekt auf meiner Haut als ich. Wenn ich jetzt mitreden würde, würde ich sagen, dass das eines der schönsten Finishes ist, die ich hatte. Jetzt eine ganz leichte Schicht Puder nur. Ganz leicht. Hier so ein bisschen um die T-Zone, dass es hier nicht in die Fältchen läuft. Also schaut euch mal auch meine Stirn an, ne? Das ist perfekt. Okay, ich bin sprachlos gerade, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Also, ihr wisst ja, manchmal gehe ich so in so ein Video oder in einen Laden rein und habe so die Vorstellung, wie das Video laufen wird. Ich lege mir dann schon immer so ein paar Punchlines raus vorher, weil ich einfach das Gefühl habe, ich weiß, wie es funktioniert. Dieses Video ist anders geworden, als ich gedacht habe. Meine Haut, also das ist Haut, das ist Skin Glow Foundation und weich. Und das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich finde, ohne Puder sah es sogar noch schöner aus. Ich brauche aber so ein bisschen, einfach damit sich das Ganze fixiert. Das Ganze setzt sich dann aber auch wieder, wenn so ein bisschen die Öle wieder durchkommen. Ich bin gespannt, wie sie hält. Ich nehme euch jetzt die nächsten paar Stunden so ein bisschen mit und gebe euch dann ein Update. Aber das ist oberste Klasse. Okay, Freunde, ich habe einmal mein Make-up halbwegs fertig gemacht, so dass ich sagen würde, okay, das reicht für den Tag. Ich bin sprachlos. Jetzt finden wir mal heraus, wie das Ganze sich so über den Tag verhält. Kurzes Zwischenfazit als Foundation, wenn ihr diesen Effekt mögt, dieses leicht abgedeckte, leicht getönte und in meiner Hautfarbenregion seid. Ich schaue mal, vielleicht gibt es das auch noch in hell, aber bei mir gab es zumindest nicht. Top. Als Grundlage für eure Foundation, als wie so eine BB-Cream unter eurer Foundation, wo ihr weniger Deckkraft mit haben müsst. Ihr müsst denken, wenig Pflege mit Farbe ist gleich weniger Foundation mit Deckkraft, ergo ein natürlicheres Ergebnis, was sich nicht so in den Poren und in den Fältchen absetzt. Ich bin sprachlos, ich liebe es bis jetzt und ich melde mich in ein paar Stunden wieder. Kleiner Zwischeneinblender mit dem neuen iPhone gefilmt in 4K. Ich hole euch mal so nah es geht ran. Schaut euch das an. Krass. So, es ist jetzt 15 Uhr, die Sonne geht langsam unter. Es ist gerade hier noch hell, ich stehe direkt, die Sonne scheint hier direkt rein. Ihr könnt sehen, wie schön mein Gesicht aussieht. Immer noch nach mehreren Stunden, weil ich noch eine Foundation natürlich mit drüber gegeben habe, das ist mir klar. Aber das war Ziel der Sache, einfach herauszufinden, könnte das vielleicht ein guter Primer sein. Das hat es auf jeden Fall gemacht. Für leichtere Tage ein sehr, sehr schönes Produkt, super angenehm auf der Haut. Ich habe noch ein bisschen Highlighter aufgetragen, so langsam kommen die Öle durch, die Haut sieht frisch und gesund aus. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Make-up findet und ob ihr damit Erfahrung habt, entweder mit dem Dupe oder mit dem Original. Auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir, wenn ihr meine Hautfarbe oder dunkler seid oder es gibt vielleicht noch eine hellere oder ihr wollt eine schöne Grundlage für euer Make-up haben, weil ihr trockene Haut habt. Fantastisch. Wenn ihr ölige Haut habt, seid vorsichtig. Ansonsten sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!